Oh, herzlich willkommen zum 20. Let's Play von Final Final Fantasy. Fantasy 9. So, und hier oben haben wir jetzt ein bisschen Geld gesammelt, ein paar Level aufgelevelt bei den Tatzenwürmern. Da sollte man aber aufpassen, die sind nämlich extrem stark. Einmal nicht aufgepasst, ist eure Gruppe gleich ausgelöscht. Ja, wenn die Blitzker. Also immer speichern, einbesiegen. Speichern, einbesiegen. Um sicher zu gehen. Ja. Gefundene Glocke läuten. Ich bin, unten war, glaube ich, noch eine große, oder kriegt man die große erst? War mir jetzt nicht sicher. Kann ich dir auch nicht sagen. Im Moment etwas zu viel Licht. So, perfekt, oder? Da ist die Lamia. Ich glaube, von dir kann Quina Level 3 Deflex lernen. Versuch's einfach mal. Oh, na klar, ey. Erstmal vitalisiert Gesicht. Gerade habe ich auch Fressen gemacht und dann heilt die sich noch. Frechheit. Mit Vivi würde ich dir empfehlen, ein paar Schaumer zu sprechen. Dafür. Verfüllen. Ja, ey, na klar. Die wollte sich nicht fressen lassen. Ah, das sind die Nachbarn. Völlig schwer am Posten. Ich glaube, Quina hat sogar von der Lamia was gelernt. Weil hier war nämlich noch eine Glocke. Aber ich glaube, da kommt man ja später hin. Dann kommt man nämlich, wenn ich mich nicht. Ich glaube, wenn wir da durchgehen, was du denkst, kommen wir zu dem Boss. Gegen Tür drücken. Rührt sich nicht. Aha. Und da, Ja. ja, ist schon die richtige Tür. Wenn die Glocke da nicht übereinstimmt, dann kommt da nicht gefundene Glocke läuten. Also war die Glocke, die du gefunden hast, wirklich für die da. Ich glaube, die war hier in dieser überdimensionalen Glocke, ja. Ja. Oder nee, muss eine andere gewesen sein. Wieder eine Lamia, ja gut. Stärke. Ja, eine 85er Attacke will die raufballern. Aber das hat hier einen anderen Effekt. Ja. Erhöht ihren Angriff. Ein Feuerchen. Ein bisschen vorgehen, ja. Ja. Da brennt der Turban, was es sein soll. Nee, Sind ihre Haare, würde ich sagen. Er hat wieder ihre Angriffskraft. Ach, schon runter. Konkreter Schaden. Ich glaube, selbst mit einem normalen wäre so runter. Der Angriff dürfte nämlich ziemlich hoch, dürfte recht hoch sein von Fire. Durch dein Training. Gefundene Glocke läuten. Ding, 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 Dong. Zwei Glocken läuten im Einklang, die eigene zerfällt zu Staub. Kennen wir ja schon. Nicht wahr? Ja. Ah ja, das. Hier, wir Jetzt müssen geht's einfach. einmal, Luke. Ja. Was ist passiert, mein Bester? Ah ja, seid vorsichtig. Geht's einmal, Luke wird von zwei kleinen Clowns kontrolliert und ist völlig von Sinnen. Da ist geht's einmal, Luke. Und wir haben diesmal kein Heiler im Team. Deswegen, ja. Aber wir haben Könnte gute KP, haben wir. Etwas schwierig werden. Weil das Vieh soll ja noch arm werden. Ich würde sagen, erst zum Habenichts machen und dann ein Zelt draufschmeißen. Also auf den Gegner. Ja, und hoffen, dass er von der Abyssos-Schlange gebissen wird. Wurde nämlich auch mal empfohlen. Aber wir dürfen gut Potions haben, oder? Ja, ein Elixier, ui. Ein gutes HI-Team schon mal. Fressen werden kann er ja nicht. Ja, ist ein Endgegner. Wasser. Nope.
Diebstahl fehlgeschlagen, aber er hat noch was. Ja. Und nicht zu doll schlagen, du weißt ja. Wir wollen die kommen zu haben, nicht zu machen. Ja. Hey, hoch mit dir, Freier. Kann ich gerade nicht überspringen? Also. Oh, schon wieder fehlschlagen. Ja. So. So. Das hier hat auf jeden Fall noch was in der Tasche. Oh, ihr Queen heißt ein Tonsplash. Nein, nee, doch nicht. Kann das aus. Hier fehlschlagen. Sammeln. Na, was sammelst du, Vivi? Magische Kraft. Magische Macht sammelt, Vivi. Luft. Achtlich. Wer hat das Wasser nicht zu umbieten? Und Quina zeigt den Rücken. Im Death-Modus. Ja. Das Vieh lässt sich aber nicht so einfach beklauen. Waren sie da, muss nicht gewaschen werden. Der hat kein Bad. Ja. Boah. Alter. Wir haben doch die Fähigkeit dran, ne? Allein schon das klauen. Nee. Oder? Doch, also in der Lupe. War das ja. Ja. Ey, hoch mit dir. Boah. Alter, der versteckt seine Items ganz schön. Ja. Du weißt auch schon, dass Kühner Durst hatte, oder? Durst hatte! Also hast du Kühner theoretisch damit aufgeladen. Durst hatte! Wir sind hier nicht bei Pokémon, also keine Pokémon, keine Attacken einsetzen, die daran erinnern. Stimmt's? Ja. Na los, lass dich beklauen. Schon wieder ein Tackle, ey. Immer diese 35er Attacken hier, ist ja. Schon wieder Diebstahl fehlschlagen. Damn it. Wie was wieder muss er schon reinhauen, so oft wie er schon gemacht hat. Was hat ein Freier eigentlich schon so an Dracotech? Kann ich ja gucken, aber du musst es nicht einsetzen. Oh, wir sitzen noch gar nichts. Ja, okay. Ich glaube, eins ist der Eisdrache oder so ähnlich. Look. Zilan hat kein Bart. Kapier das doch endlich. Geht's doch mal, Luke. Ein Feldzug. Feldzug. Oder die wollen, dass Zidane seinen Schwanz wäscht. Der ist doch sauber genug, oder? Also für mich sieht er sauber aus. 90, mehr nicht, ist ja lächerlich. Ja. Diebstahl fehlgeschlagen, aber er hat noch was in der Tasche. Auch wenn er keine Taschen hat. Ja. Das dürfte man für Excalibur nicht machen, was wir hier gerade die ganze Zeit machen, stimmt's? Ja, da heißt es durchrennen. Durchrennen und Dings. Den Tobak. Genau. Und am allerbesten natürlich Maxi-Schaden. Ja. Blaumagin hat Quina ja noch nicht. Hat ja noch nichts gefressen. Gletscherstab, cool, für Vivi, Eisdrach. Also mal gucken, Eistauber. Mal gucken, ob das ein Haar. Vielleicht sogar die anderen Rad. Gleich werden wir sehen, was rauskommt jetzt so. Blob. Aquakick. Einen habe ich. Er darf vernichtet werden. Aber vorher den Trick mit dem Zelt versuchen.
Aber wir müssen damit rechnen, dass er geheilt werden könnte. Ja. Und Geld für Zelte haben wir genug. Gucken. Wollen nicht gebissen. Boah, hat das Doi geheilt. Wollen nicht gebissen. Stimmt, da dürfte er auf Blitz anfällig sein. Das ist ja Element Wasser. So gesehen, ja. Oder vielleicht sogar Eis. Ja. Boah! 507. Und setze das an. Und da ist nichts. Aber wir müssen berechnen, dass du gesammelt hast über Schall. Ja, hat nichts gebracht. Was soll denn das überhaupt bewirken? Du bist mir einfach zu schnell. Boah. Klatsch. Ruf mit jetzt wieder an. Na, aber dann ist jetzt halt schon wieder Wasser. So, erstmal den Schwanz zu waschen. An diesen Affenjungen hier. Für an diesen Genoda. Hat sich auch ein bisschen verhalten wie ein Affe in Alexandria. Ja, einfach sich an Dings oben festzuhalten. An den Balken und ja. Und seinen Schwanz hat er auch eingesetzt. Ja. Verfehlt. Ich glaube, der Gemach hat keine Wirkung auf ihn. Aber anders kann er kriegen. Blind zum Beispiel. Ich schicke ihm einfach mal ein Eis. Mal gucken, ob ihm das schmeckt. Oder auch nicht. Wenigstens nicht. Oh, der ist platt. Nö. Nee. Ja, doch, er ist platt. Dollar fährt er ja nicht gerade an die Rechte. Das war ja eigentlich gar nichts. Ja. Ups, da war ein Kupo. Ja. 5 Ability Punkte. Für jeden. Und das Zelt haben wir wieder gekriegt. Hoffentlich hat das vor seinem Ableben sauber gemacht. Ja. Wenn schon Getzamaluke von Sinnen ist, dann weiß dies nichts Gutes. Der König ist in Gefahr. Jetzt dürfen wir die letzte Glocke kriegen. Es waren noch 2 Türen mit einer Glocke. Ah ja, jetzt kommt die Szene. Mit den Schweißgurten. Ja. Große Zitadelle, Südentor. In der Südentor liegt unser Königreich Alexandria. So. Es ist meine Aufgabe, dieses Tor ohne Verdacht zu erregen, zu passieren. Aber das würde ich sagen, machen wir in den nächsten Let's Play. Damit wir, weil das ist ja ein komplett neues Kapitel hier. So, dann verabschieden wir uns erstmal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.